Naja, das ist nicht sehr einfach zu beantworten. Ich meine, ich wehre mich grundsätzlich dagegen überhaupt, dass also Unternehmen öffentliche Benefits bekommen, wie wir es teilweise oder großteils in den letzten Jahren zunehmend mitmachen, dass zum Beispiel aufgrund umweltpolitischer Entwicklungen etc. neuer Technologien Unternehmen auf den Markt kommen, gekommen sind, sehr erfreulich, Gott sei Dank ist es so, die zunehmend also mit öffentlichen Förderungen, die schlussendlich der Konsument bezahlt, beispielsweise durch den Ökozuschlag etc. groß werden und wir hier damit ein Ungleichgewicht in der Wirtschaft schaffen. Das ist eine sehr problematische Situation, das ist durchaus berechtigt und man sagt, das hat zu einer guten Entwicklung geführt. Das ist hier, wir sitzen doch hier gerade eben also in St. Margaret, wo es eines dieser Unternehmen ist, das hervorragend sich entwickelt hat. Es gibt eine Vielzahl von Unternehmen, die auch, ich denke jetzt zum Beispiel nur an die große Pleite der Solarenergieunternehmen in Deutschland, die alle miteinander ganz konkret gesagt zu Lasten schlussendlich des Steuerzahlers, des Gemeinwohls, gefördert wurden und heute nicht mehr auf dem Markt sind. Da kann man dann sagen, das ist natürlich internationale Wirtschaft. Ja, ich glaube, dass wir es alles erlebt haben, es war ein ungemein spannender und vor allem sehr konstruktiver Nachmittag und Abend, in dem viel ehrliches Bemühen eingebracht wurde. Ich möchte nur einige Dinge herausgreifen. Den Satz von Erwin Stubenschrott: Wenn es den Menschen gut geht, geht es der Wirtschaft gut. Das ist eigentlich der Kern dessen, was soziale Marktwirtschaft gemeint hat. Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. Als ein gesellschaftliches, als ein kulturelles Ziel. Oder den Satz von Frau Zeilinger: Die Menschen haben Sorgen, die Menschen wollen Änderung. Und wenn wir die Augen nicht verschließen, dann spüren wir das. Auch in Europa, auch in Österreich. Manche Hoffnungslosigkeit und das Empfinden von Ungerechtigkeit schafft eine politische, eine gesellschaftliche Sprengkraft, die sehr leicht als Nährboden für Demagogen und für Extremisten auf ganz rechts und auf ganz links missbraucht werden kann. Und man soll nicht glauben, dass sich Geschichte nicht wiederholen kann. Wenn man das, was in Griechenland derzeit abläuft, sieht und sieht, welche ähnliche Situationen auch in Europa auftreten können, dann sind wir herausgefordert, dafür zu sorgen, dass mehr Gerechtigkeit und eine zukunftsfähigere Gesellschaft entwickelt wird. Und dazu leistet die Form der Wirtschaft eine ganz entscheidende Voraussetzung. Zu Recht ist die Frage des Menschenbildes angesprochen worden. Und ich habe in der Diskussion mit Christian Weber auch sehr lange zurückgelegt und gesagt, wir dürfen nicht von einem idealisierten Menschenbild ausgehen. Jeder von uns Menschen trägt beide Seiten, das Positive, das Negative in sich. Und du hast heute so schön gesagt, wir haben die Wahl, ob wir vom einen oder vom anderen Gebrauch machen. Nur das ist wieder eine Frage, welche Werte hat eine Kultur geprägt und welche lebt eine Kultur? Und das hängt dann auch mit Religion und das hängt auch mit der Frage des Menschen und des Gesellschaftsbildes zusammen. Und das, was wir heute erleben, ist ja zum Teil auch eine Auswirkung einer gesellschaftlichen Revolution, die den Egoismus in das Zentrum gerückt hat. Das wir dann natürlich auch in der Verhaltensweise der Menschen spüren. Was mich sehr positiv stimmt, und was, glaube ich, heute auch glaubhaft herausgekommen ist, es handelt sich um ein lernfähiges Modell, das hier zur Diskussion gestellt wird. Es handelt sich um einen Prozess, der auf demokratische Willensbildung ausgerichtet ist. Da wird vieles von dem auch zu reflektieren sein, was zu Recht heute an Einwendungen gekommen ist. Ich habe mich auch gestoßen beispielsweise an der Frage Eigentum von Grund und Boden. Man darf nicht unsere Situation in einem Rechtsstaat
Vergleich mit der Situation etwa Nordostafrikas oder in Teilen Lateinamerikas. Aber das sind auch Themen, die tiefergehend erläutert und diskutiert werden müssen. Mein Wunsch zum Abschluss, dass viele von Ihnen als Unternehmerinnen und Unternehmer durch diese Veranstaltung und auch durch die gelebten Beispiele ermutigt werden, das, was Sie leben, an Ihnen angestammter europäischer Unternehmenskultur auch bewusster zu machen. Und dass vieles von dem, was aus der Dynamik und der Kraft dieser Unternehmerinnen und Unternehmer herauswächst, vielleicht am ehesten eine Chance bietet, auch die Gestaltung der politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen positiv zu beeinflussen. Wenn Impulse in Richtung der Ermutigung politischer Gestaltung kommen, dann am ehesten aus den Impulsen der Unternehmer und der Wirtschaft heraus. Und das ist meines Erachtens auch eine hohe Verantwortung, die Sie selbst haben und die Sie auch leben sollen. Nach meiner Beurteilung kommt Europa eine ganz zentrale Verantwortung für den künftigen Weg der Menschheit und dieser Erde zu. Es gibt keine andere Region auf diesem Globus, die dieses Erbe der Balance und auch das Erbe des Respektes vor der Würde jedes Menschen und einer Gesellschaft mit hoher Lebensqualität so in sich trägt wie unser Kontinent. Wir haben das Erbe der sozialen Marktwirtschaft, wir haben das Erbe eines humanistischen Welt- und Menschenbildes. Daher bin ich ein leidenschaftlicher Anhänger, dass dieses Europa stärker werden muss, dass wir hoffentlich aus dieser derzeitigen Krise heraus mehr Gemeinschaft entwickeln und nicht rückfallen in nationalistische Egoismen und Separatismen. Diese Chance, dass Europa ein wichtiger Impuls ist in der Gestaltung des künftigen Weges der Menschheit, das ist etwas, was wir von diesem Abend auch mitnehmen sollten und was uns hoffentlich beflügelt. Ich wünsche viel Erfolg und viel Freude auf diesem Weg.